Welcher Golfer kennt das nicht? Ja, man möchte am liebsten einen geraden Schlag machen, aber leider, es passiert nicht. Der Ball geht nach rechts oder nach links. Und man weiß dann oft nicht, was war eigentlich die Ursache, dass er das getan hat. Was ich dir jetzt heute in dem Video erkläre, ist, wie man einen Ballflug analysiert. Also wie du erkennst, ob du an der Schlagfläche arbeiten musst, an der Schwungbahn oder was auch immer, was es ausmacht, einen Ball ins Ziel zu bringen. Also bleib dran, wir starten jetzt. Dieses Video heute ist gesponsert von Southwestern Greens, von deren Matten ich schlage auf der neuen T-Line des Golfclubs in St. Florian und die auch meine Pro-Hütte mit einer exzellenten Matte ausgestattet haben. Ich möchte dir jetzt ein paar so Basis-Ballfluggesetze erklären, damit du verstehen kannst, wie du in Zukunft deinen Schlag besser analysieren kannst. Und ich bin überzeugt, wenn du in Zukunft mit dem richtigen Wissen und mit der richtigen Herangehensweise an die Sache herangehst, wirst du dir leichter tun, dir selber auch auf der Runde besser zu helfen. Als erstes einmal müssen wir darüber sprechen, warum ein Ball überhaupt gerade fliegt. Ja, da gibt es nämlich eine Schlagflächenstellung. Ja, ich habe das hier mit so einem kleinen Hilfsmittel auf einer Schlagfläche angebracht. Dieser Pfeil hier, so kannst du das vorstellen, sollte genau im Treffmoment, wenn du den Ball triffst, ja, zum Ziel zeigen. Ja, und da gibt es eine ganz einfache Regel. Wenn der Schläger im Treffmoment nach rechts zeigt, ja, dann wird der Ball rechts starten. Ja, das wird er die ganze Zeit machen, auch in 1000 Jahren, auch in 5000 Jahren. Also das ist mal ganz fix. Und wenn der Schläger nach links zeigt, ja, so wie hier, dann wird der Ball links starten. Und auch das wird er immer machen. Wenn die Schlagfläche aber im Treffmoment gerade ist, dann habe ich zumindest einen geraden Start, der Ball fliegt Richtung Ziel. Ja, und neben der Stellung der Schlagfläche im Treffmoment ist es auch entscheidend, wie die Schwungbahn des Schlägers war. Ja, ich habe hier den Schläger auf einer gedachten Ball-Ziellinie liegen. Du siehst auch, die Schlagfläche zeigt bereits zum Ziel. Und jetzt lege ich hier einfach in der Inklination des Schlägers einen Hula-Hoop drunter. Das ist sozusagen die Schwungbahn. Und das ist das, was, glaube ich, viele Golfer nicht ganz im Kopf haben, nämlich, dass es so eine Schräge ist. Weil schwinge ich jetzt nämlich auf diesem Hula-Hoop auf, auf dieser Schwungbahn auf, dann siehst du, dass der Sweet Spot, und der Sweet Spot übrigens ist hier ungefähr da, wo jetzt die Basis von diesem Trainingstool von mir ist. Das sieht man, glaube ich, hier ganz gut in der Kamera. Schwinge jetzt hier auf, dann sieht man, dass der Sweet Spot sich eigentlich ja, von der Ballziellinie wegbewegt. Das wird er dann ein bisschen her tun ungefähr und dann geht er wieder zurück, geht zur Ballziellinie hin und wieder weg von der Ballziellinie. Das heißt, der Sweet Spot des Schlägers war eigentlich nur im Treffmoment auf dieser Linie und der hat sich eigentlich wegbewegt, zurück und wieder wegbewegt. Und das ist etwas, was viele Golfer, glaube ich, nicht im Kopf haben, weil sie glauben, wenn sie einen Ball gerade schlagen wollen, dann müssen sie auf dieser Ballziellinie gerade aufschwingen und auf dieser Linie zurückschwingen und das ist was, was nicht funktioniert, glauben wir es. Ja, und dann ist das Nächste, dann versuchen sie auch, dass diese Schlagfläche auch immer noch, immer zum Ziel zeigt. Siehst du? Das ist auch nicht richtig. Der Schläger wird eine Rotation haben, eine ganz natürliche. Du siehst, der Pfeil hier zeigt er nach rechts. Dann kommt er wieder gerade hin und jetzt zeigt er nach links. Das heißt, man muss sich das Ganze in einen dreidimensionalen Raum vorstellen. Und wie gesagt, das Schlimmste, was du tun kannst, ist, dass du hier gerade schwingst, rauf und runter. So funktioniert Golf nicht. Das heißt, das Verhältnis von Schlagflächenstellung im Verhältnis zur Schwungbahn muss null sein, neutral sein und zum Ziel orientiert sein. Dann wird ein Ball gerade fliegen. Komplizierter wird es aber jetzt, wenn ich das Ganze nicht so habe. Zum Beispiel, sagen wir, die Schwungbahn zeigt etwas weiter nach links. Ja? Jetzt würde der Schläger ja, die Ballziellinie kreuzen, wie du sehen kannst. Und wenn jetzt zum Beispiel ja, die Schlagflächenstellung rechts davon zeigt, so wie in diesem Fall hier, ja, dann wird der Ball geneigt, er bekommt eine Neigung und wird dann nach rechts abdriften mit einem sogenannten Slice. Das gleiche gilt auch natürlich, wenn die Schwungbahn etwas mehr nach rechts zeigt. Ja. Wenn ich jetzt in diese Richtung schwinge, sozusagen die Ballziellinie kreuze hier und der Pfeil oder die Orientierung der Schlagfläche zeigt nach links, dann wird der Ball auch einen Drall bekommen und wird nach links abdriften. Und das müsste klar sein. Immer wenn du einen Ball siehst, der kurvt, dann ist höchstwahrscheinlich eine Diskrepanz zwischen deiner Schwungrichtung und der Schlagfläche vorhanden. So, was heißt das jetzt in der Praxis? Wenn du jetzt einen Schlag analysierst, musst du Folgendes zuerst überprüfen. Und zwar, ist dein Ball nach rechts gestartet, gerade
oder nach links, weil dann weißt du schon bereits etwas. Du weißt bereits, dass die Schlagfläche entweder nach rechts gezeigt hat im Treffmoment oder gerade oder zu weit nach links. Immer wenn die Schlagfläche nach rechts zeigt und die Schwungbahn war links davon, oder sprich, es reicht ja schon, wenn ich eine neutrale Schwungbahn habe, dann wird der Ball rechts starten und nach rechts kurven. Ja, und das Gleiche gilt auch, wenn die Schlagfläche zu ist. Es reicht eine neutrale Schwungbahn, ich muss gar nicht irgendwas anderes Verrücktes machen. Dann wird der Ball links starten und nach links kurven. Und jetzt ist es eben wichtig, dass man nicht die falsche Schlussfolgerung macht. Und zwar, ich sehe häufig, dass Golfer eben beginnen, den Ball nach rechts zu schlagen, auch mit einem Slice. Und dann passiert Folgendes. Sie gehen jetzt her und bewegen auf einmal ihren ganzen Stand nach links. Sprich, sie orientieren ihre ganze Schwungbahn mehr nach links, um eben diesen Schlag nach rechts auszugleichen sozusagen. Und jetzt aber machen sie Folgendes, weil sie kreieren jetzt eine noch größere Diskrepanz zwischen der Schlagflächenstellung und der Schwungbahn und bekommen dadurch noch mehr Slice. Und dann beginnen sie sich noch weiter nach links auszurichten und so weiter und so fort und es wird dann immer schlimmer. So, was sind jetzt aber die Faktoren, auf die ich jetzt achten muss, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem mit der Schlagflächenstellung habe? Sagen wir zum Beispiel, ich habe erkannt, ich bin immer rechts. Was mache ich jetzt? Gut, das allererste, was du tun solltest, ist, dass du überprüfst, ob die Schlagfläche auch von deiner Vorstellung her im Treffmoment in der richtigen Stellung ist. Ja, da kann man sich auch ruhig mal so ein Beispiel ein Tee auf eine Schlagfläche kleben oder sich das einfach so vorstellen, so wie ich das jetzt habe. Ich habe keinen Fehler. Und dass man einfach nur versucht, einmal das zu schauen, aha, wie bin ich eigentlich im Treffmoment, wenn ich nur mal langsam schwinge. Ja, ich sehe sehr gut, aha, das passt ganz gut. Ja. Würde ich zum Beispiel draufkommen, wenn ich langsam schwinge, aha, ich bin zum Beispiel so, ja, dann ist klar, was los ist. Da habe ich ja überhaupt kein Bewusstsein geschaffen, was ich machen möchte. Da habe ich auch mit den Handgelenken nicht die richtige Bewegung gemacht. Also das ist mal das allererste, was ich checken muss, wäre ich überhaupt richtig. Das nächste, was du, ja, wenn du rechts bist, checken solltest, ist, dass du den Griff richtig hast. Ich glaube, 8 von 10 Golfer, die zu mir kommen, haben einen Griff, der zu schwach ist. Was heißt zu schwach? Zu schwach heißt, dass als Rechtshänder, dass die linke Hand zu weit nach links ausgedreht ist. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt schwinge und ich drehe mich dann, dann geht die Schlagfläche auf. Und das muss man eben ein bisschen ausgleichen, indem man die Hand etwas mehr nach rechts verdreht. Da habe ich übrigens ein Griffvideo gemacht, das kannst du unten in der Beschreibung den Link dazu finden. Das solltest du dir anschauen. Da lernst du dann, wie du den Griff richtig platzierst. Das ist etwas, was vielen Golfern bereits hilft, die Probleme vor allem mit rechts haben, dass sie diese Rechtsproblematik rausbekommen. Dasselbe gilt natürlich auch für Leute, die nach links schlagen. Die haben oft den Griff dann zu weit nach drüber gedreht. Dann geht der Schläger dann eben etwas zu im Treffmoment. Da wäre es auch vielleicht besser, wenn der Griff etwas neutraler wäre, beziehungsweise auch das Bewusstsein geschaffen wird, dass man die Schlagfläche neutraler zum Ball bekommen möchte. Ja, und wie gesagt, hast du ein Problem mit rechts, versuche nach rechts mehr zu schwingen, versuche den Schläger dabei etwas mehr gefühlt zu schließen, wie wir gerade vorher besprochen haben. Das wird dann eben diese kleine Drawkurve geben, wenn du jemand bist, der mit dem Hook kämpft. Also der wird eher versuchen, den Schläger mehr nach links zu schwingen, mit einer etwas gefühlten offenen Schlagfläche. Ja, und so brauchst du eigentlich dann nur den Ballflug lesen, weil siehst du dann zum Beispiel, dass der Ball immer noch zu weit rechts startet und rechts kurvt, dann weißt du, du musst es mehr machen. Und wenn du einer bist, der den Ball links starten lässt und immer noch nach links kurven lässt, dann weißt du auch, dass du es mehr übertreiben musst. Erst wenn du siehst, der Ball macht kleine Kurven Richtung Ziel, dann weißt du, dass du relativ neutral bist. Wenn du lernen möchtest, wie du die Schlagfläche in deinem Schwung besser kontrollierst, dann empfehle ich dir, dass du als nächstes dieses Video hier anschaust. Da habe ich ein tolles Basisprogramm, wie man einen Golfschwung schön aufbauen kann und das eben auch die Schlagfläche enthalten. Also bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.